So, da wären wir wieder. Nachdem wir in der letzten Folge ja die restlichen Gespräche und Verhandlungen hier hatten mit dem Liaison aus der Zwergenheimat, ziehen die Händler hoffentlich bald ab, denn sobald die draußen sind, will ich hier mal zumauern mit den Floodgates und dann die Floodgates mit den Mechanismen zu irgendwelchen Schaltern verlinken. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo wir die Schalter hinhaben wollen. Normalerweise mache ich meine Dining Hall gleichzeitig so, zu so einer Art Schutzbunker. Also wenn ein Angriff ist, kommen alle Zivilisten in die Dining Hall, damit sie jederzeit auch Zugang zum Essen und Trinken haben. Das heißt, es würde Sinn machen, hier in der Nähe den Schalter aufzubauen, denn darf da bloß kein betrunkener Zwerg rankommen. Das wäre nicht so toll. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber in diesem Spiel traue ich dem alles zu. Dann vielleicht doch lieber hier hinten. Ja, dafür können wir die Dinger benutzen. Ich habe mich hier ja zweimal verbuddelt. Besser gesagt, einmal verbuddelt und musste das andere der Symmetrie wegen nochmal machen. Dann bauen wir einfach hier hinten in die Ecke und da hinten in die Ecke jeweils die Schalter für das Tor und das Tor. Das klingt doch gut. Also drücken wir mal B und Shift T für Trap, also Falle. Und wählen jetzt hier L aus oder scrollen mit Plus runter und drücken Enter. Und das kommt da hinten in die Ecke. Ganz hinten in die Ecke. Jetzt müssen wir die Mechanismen auswählen, die wir benutzen wollen. Wir könnten mit X jetzt wieder die Qualität auswählen, aber wir haben noch keine wirklich guten Mechanismen. Wenn man später einen Mechaniker hat mit einem richtig hohen Skill, dann sollte man auch darauf achten, dass man immer die schlechtesten Mechanismen benutzt. Also jedenfalls bei solchen einfachen Sachen wie Schaltern. Denn die Qualität ist nicht so wichtig bei den einfachen Sachen. Wo sie wichtig sind, ist bei Waffenfallen. Denn dadurch verringert sich die Chance, dass die Waffen verkeilen oder die Armbrüste Ladehemmung haben. Und wenn man die Mechanismen aus einem Material herstellt, das irgendwelche Noble-Leute gerne hätten. Dann baut man den einfach mitten in ihren Raum einen Schalter hin, der mit nichts verbunden ist, aber sie finden es halt toll, weil es aus ihrem Material ist. Und dann sollte da die Qualität auch sehr hoch sein. Und für solche Sachen kann man sich die Mechanismen mit der hohen Qualität dann aufbewahren. Aber jetzt ist es eh egal, keiner hat einen wirklich hohen Skill, also können wir das ohne X einfach hier in die Ecke klatschen. So, Enter, Enter. Und gleich noch ein hier in die Ecke. Obwohl, sollte ich die getrennt voneinander aufbauen? Ich probiere mal, die einfach hintereinander zu stellen. So, und guck, was passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob man durch die durchgehen kann, aber es müsste eigentlich möglich sein. Und wenn es dann halt nicht klappt, also wenn das mit dem Hinstellen von dem Hinteren nicht klappt, weil der vordere im Weg ist oder andersrum, dann reißen wir die einfach wieder ab. So, hier ist schon mal ein Schalter. Da sieht man, wenn man ganz genau hinguckt, das Ganze ist rot und da steht Off. Ich weiß nicht, ob ihr das bei dieser Auflösung überhaupt sehen könnt. Ich kann ja mal ein bisschen ranzoomen. Aber selbst rangezoomt sieht man das nicht allzu gut. Doch, da Off. Na gut, wieder rauszoomen. Und so, dass kein Flackern da kommt. Gut, gut. Aber anscheinend kommt der Mechanismus-Zwerg, also der Mechaniker-Zwerg, nicht daran. Ich warte noch ein bisschen, aber es sieht nicht gut aus. Na gut, wir haben zurzeit keine Arbeitslosen, also können wir die Zeit einfach weiter tickern lassen. Wir haben inzwischen ganz viele Betten. Die können wir alle mit BB mal setzen. Immer schön in die Ecken rein. Qualität ist erstmal egal. Die Zwerge sind es eh gewohnt, auf dem Boden zu schlafen. Da ist denen alles recht. Die würden wahrscheinlich auch auf Steinbetten schlafen. So, damit sind alle Betten fast aufgebraucht. Jetzt noch Türen mit D. Türen haben wir keine. Schade. Was sagt der Mason, also der Steinmetz? Der Steinmetz sagt, ich habe gar keine Aufgabe. Also drücken wir mal AD, 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 AD für ganz viele Türen. Und, oh nein. Die werden ja auch orange. Ich will keine orangenen Türen. Aber wir haben fast keine grauen Steine. Ne, die kommen jetzt alle weg. Dann müssen die Zwerge halt erstmal ohne Türen auskommen. So, die Betten, die schon stehen, können wir mal den einzelnen Zwergen zuordnen. Das heißt, wir drücken jetzt einfach R für Make Bedroom. Und das, was ich vor ein paar Folgen erzählt habe, hier bei dem Tisch und bei dem Stuhl, mit dem Wassereffekt in Anführungszeichen von der Raumdesignation. Also wir haben jetzt hier das Bett ausgewählt. Aber da drumherum Wände sind und eine Tür, kann der Raum nicht größer werden als dieser Bereich. Also wir müssen einfach nur Enter drücken und das war's. Jetzt drücken wir noch A für Assign und können jetzt hier auswählen, wem das Bett gehört. Es kann aber auch von anderen Zwergen benutzt werden im Notfall oder wenn die da Unzucht treiben, dann können auch mehrere Zwerge da rein.
So. Und auch Ehepaare teilen sich ein Bett. Was ganz praktisch ist später. So, dann kommt hier auch wieder R. Das ist von Eva und das Bett. So, A, das ist Liberty Denied. R, Enter, A, das ist Seetangtong. R, Enter, A, das ist Hex. Und R, Enter, A, das ist Tummy. So, jetzt müssen wir warten, bis die restlichen Betten kommen. Und das sieht nicht gut aus mit dem Schalter. Doch, super. Der Mechaniker ist drüber gelaufen. Der Mechaniker war Bitpower. Ich muss mir die Namen hier langsam mal merken, welcher Zwerg was ist. Aber das ist schön. Das heißt, wir können jetzt den hinteren Schalter mit dem verbinden und den Schalter mit dem, damit ich mir das ungefähr merken kann. Also der Schalter, der weiter links ist, ist für die linke Tür dann später und der weiter rechts ist für die rechte Tür. Oh, und ich sehe gerade, die Wagen und die Esel ziehen ab. Das ist sehr schön. Da müssen wir gleich nur darauf achten, dass kein Zwerg draußen ist, weil wir wollen sie nicht aussperren. Denn das Bauen von den Floodgates und den Mechanismen kann ja ein bisschen dauern. Dafür drücken wir einfach mal D und X und entfernen den Auftrag für die Bäume da unten. Haben wir noch irgendwo Aufträge? Nö, das heißt, der einzige Grund, warum jetzt ein Zwerg rausgehen könnte, ist, weil er irgendwelche Müll wegschmeißen will. Auf den Refuse-Haufen. Oh, da ist noch ein Baum designiert als soll abgeholzt werden. Das muss auch weg. So, ist noch irgendetwas braun hinterlegt? Ne, sehe ich so nicht wirklich. Gut. Da kommt gerade noch ein Zwerg rein. Was hat er denn gemacht? Ach, er war der Baumfäller. Das ist ja okay. So, das Hündchen läuft da auch gerade raus. Das will zu seiner Mama. Aber na gut, die Hunde verhungern nicht so schnell. Das heißt, wir können jetzt die Floodgates bauen. Das heißt, wir drücken B für bauen. Wir drücken X sinnigerweise für Floodgates. Und bauen jetzt da ein Floodgate hin. Und nochmal X und bauen da ein Floodgate hin. Und X und da ein Floodgate hin. Durch die Floodgates kann man nicht durchgehen. Das heißt, wenn die drei Floodgates jetzt stehen, kann keiner in die Festung rein und keiner aus der Festung raus. Das heißt, wenn ihr so ein Bollwerk, wie ich jetzt gerade hier baue, auch mal machen wollt, dann solltet ihr vorher darauf achten, wo welche Zwerge sind, ob ihr die Schalter schon gestellt habt und ob ihr genug Mechanismen habt, um die Schalter dann mit den Floodgate zu verbinden. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal drei Mechanismen für jedes einzelne Floodgate und die müssen wir einzeln mit dem Schalter da verbinden. Und das geht so. Wir drücken Q für Gebäudeoptionen, gehen auf den Schalter, auf den linken, drücken A für neue Task und jetzt können wir sagen, was soll mit dem Schalter gemacht werden. Soll er einfach nur gedrückt werden, das wäre Shift P, oder soll es mit irgendwas verbunden werden? Und hier sind die verschiedenen Optionen, mit was man es verbinden kann. Ich gehe die mal ganz kurz durch, damit ihr auch später wisst, was man damit so Tolles alles machen kann. Wir können es mit einer Brücke verbinden, dass die Brücke dann hochgezogen wird oder eingefahren. Wir können es mit einem Käfig verbinden, dass der Käfig dann aufgeht, mit lustigen Sachen drin. Das habe ich auch manchmal ganz gerne gemacht. Also wenn man richtig, richtig viele Hunde hat und das Fleisch und das Leder gerade nicht braucht, trainiert man die alle zu Kampfhunden, steckt die alle in einen Käfig und ja, man kann 20, 30 Hunde in einen Käfig tun, auch wenn das nicht sehr nett ist. Deponiert ihr den Käfig hier irgendwo in der Ecke oder am besten noch hinter einer Tür, verbindet dann die Tür und den Käfig mit einem Mechanismus, mit einem Schalter und wenn dann die Goblins ankommen, so dumm, und geht dann an dem Käfig vorbei, dann drückt man den Schalter und die ganzen Hunde stürmen raus und greifen die Goblins an. Ja, so eine lustige Sache kann man machen, wenn man Langeweile hat. Aber wir wollten jetzt gerade den Schalter hier verbinden. Also, ich gehe weiter. Wir können es mit einer Kette verbinden. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was das machen soll. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ketten sind eigentlich nur dafür da, Tiere anzubinden oder Gefangene anzubinden. Es gibt später auch noch ein Strafsystem mit dem Hammerer-Zwerg und dem Sheriff und muss richtig Gefängniszellen aufbauen. Dafür könnte es auch da sein. Also wenn das jetzt hier unser Gefängnistrakt wäre, dass wir hier Schalter haben, um die einzelnen Zellen irgendwie zu öffnen oder die einzelnen Ketten zu lösen. Aber das müssen wir dann später gucken. Ich habe das, wie gesagt, noch nie benutzt. Dann Türen, habe ich ja schon erklärt. Floodgate machen wir jetzt gerade. Ein Hatch ist so eine Art Deckel. Also wenn wir jetzt eine Treppe haben, ich scroll mal weiter nach rechts, hier die Treppe, dann könnten wir da einen Hatch draufsetzen und die Hatch könnten wir schließen. Das heißt, es könnte von unten dann keiner auf diese Ebene raufgehen, weil da dieser Deckel im Weg ist. Deckel ist zwar nicht gerade ein gutes Wort dafür, aber ich denke mir, ihr wisst, was ich meine.
allgemein sollte man sowieso, wenn man diese Up-and-Down-Stairs hat, auf jeder Etage, auf jeder Treppe einen so einen Deckel draufpacken, also ein Hatch. Denn es ist eine weitere Erschwerung für die Invasoren. Die kommen da zwar irgendwann durch, aber es hält sie auf. Und jede Sekunde, die man die Invasoren aufhält, hat die Miliz Zeit, sich zu formen, hat man Zeit, irgendwelche Schalter zu drücken und so weiter. Das heißt, das sollten wir auf jeden Fall machen, wenn ich dran denke und wenn wir die Zeit und die Ressourcen haben. So, weiter mit dem Schalter. Wir können es verbinden mit einem Wall Grate. Eine Wall Grate ist ein Gitter. Dann haben wir noch ein Floor Grate. Das ist dann ähnlich. Das heißt, wir haben dann irgendwo im Boden ein Gitter, wo man rüberlaufen kann. Und das kann man mit einem Hebel, mit einer Hebelbewegung einfach öffnen. Dann haben wir noch... Grate und Bars sind eigentlich das Gleiche. Also vertikale Barren sind halt die Gitter, die man aus dem Gefängnis kennt. Und ein Grate ist, ich glaube, fast das Gleiche. Es hat, glaube ich, nur einen Unterschied, was für Sachen da durchpassen und welche nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass durch das eine Zappel nur Wasser durchpasst und durch das andere auch ein paar Gegenstände. Bin ich mir aber nicht wirklich sicher. So, dann haben wir was ganz Übles. Link Up ist Support. Support ist eine Säule, und zwar eine Stützsäule. Die müssen wir noch nicht benutzen, weil unsere Räume noch einigermaßen klein sind. Also das ist schon an der Grenze hier. Und außerdem ist oberhalb sind alle Bodenplatten noch vorhanden. Wenn wir jetzt anfangen würden, hier die Bodenplatten rauszuhauen mit Channeling, dann wird die ganze mittlere Platte hier runterstürzen. Außer wir haben halt hier in der Mitte einen Support, also eine Stützsäule. Wir können jetzt diesen Schalter mit der Stützsäule verbinden, denn meißeln wir hier oben alle Bodenplatten weg. Das heißt, die ganze mittlere Platte stützt dann sich nur auf diesen Supportfall, der hier unten ist. Und wenn man den Hebel drückt, stürzt die ganze Decke ein und alles, was da drunter ist, wird zerquetscht. Das ist eine sehr, sehr, sehr effektive Einwegfalle. Und es kann auch ganz lustig sein, wenn man sein eigenes Fort mal zerstören will. Also wenn wir theoretisch hier 10, 20 Level übereinander haben und dann alles mit so Supportpfeilern stützen, die wir alle mit einem Hebel verbinden, dann könnten wir sozusagen unser eigenes Fort sprengen mit einem Hebeldruck. Aber ja, lauter lustige Sachen. Deswegen liebe ich dieses Spiel. Man kann so viel schönen Unsinn treiben. Also wenn denn das Fort irgendwann eh zugrunde geht, dann kann man nochmal richtig lustig irgendwas machen. Sonst muss man ja dafür sorgen, dass alles super läuft. So, also Support haben wir. Das nächste wäre Spears und Spikes. Man kann mit Speeren auch Fallen bauen oder allgemein mit anderen Waffen. Die setzt man in den Boden rein, die stehen einfach nur da. Das heißt, an sich machen sie keinen Schaden. Aber wenn etwas von oben runterfällt, kann es aufgespießt werden. Und wenn man das mit diesem Hebel verbindet, kann man die Waffen ein- und ausfahren. Das heißt, man drückt den Hebel, die Waffen werden eingefahren. Und wenn man den Hebel wieder drückt, wird sie ausgefahren. Und wenn zu diesem Zeitpunkt irgendeine Kreatur auf diesem Feld ist, kriegt sie halt Schaden durch die ausgefahrene Waffe. Das heißt, man setzt dann meinetwegen den ganzen Bereich hier mit lauter Fallen aus, also mit diesen Speerfallen, und drückt dann hier immer fleißig den Schalter an, aus, an, aus, an, aus, an, aus. Und die Goblins, die hier durchlaufen, werden durchgehend von den Speeren von unten gepiekst, weil die ja mit jedem an, aus einmal hochgefahren werden und wieder runter. So, dann haben wir noch ein Gear Assembly. Das sind Zahnräder. Das ist für komplexere Mechanismen. Damit werden wir uns vorerst nicht beschäftigen. Also Folge 100 bis 200, dann können die irgendwann mal kommen. Und T ist ein Track Stop. Tracks kenne ich noch gar nicht. Das sind Loren. Also normalerweise tragen die Zwerge ja ihre Steine alle selber. Jetzt mit den neueren Versionen gibt es aber diese Wheelbarrows, also diese Rollfässer, wo man Sachen reintun kann. Und Mining Carts, also diese Loren. Damit kann man dann so richtige Schienensysteme aufbauen, um den Transport dann schneller zu gestalten. Auch wenn ich im Forum gelesen habe, dass das nicht wirklich so viel schneller sein soll und dafür eine Heidenarbeit bedeutet. Also ob wir da reingucken, müssen wir auch noch schauen. So, das waren alle Funktionen, die so ein Schalter haben kann. Habe jetzt auch lange genug drüber gesprochen. Also drücken wir jetzt F für Floodgate. Und jetzt haben wir hier rechts eine Liste von allen Floodgates, die wir haben. Das Floodgate, das gerade aktiviert ist hier, also weiß unterlegt, wird dann auch auf der Karte markiert. Wenn ich jetzt Plus drücke für das nächste Floodgate, sehen wir, aha, jetzt wird das Floodgate angesprochen. Das heißt, wir nehmen erstmal das unterste. Auf der Karte ist das oberste unserer Liste, drücken Enter und wählen jetzt den Mechanismus aus, den wir nehmen wollen, um das Ganze zu verbinden.
Es gibt, soweit ich weiß, keine Begrenzung der Reichweite. Also ein Mechanismus reicht, um von da, hierum, darum, 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 darum eine Leitung zu legen. Entweder das oder die Mechanismen haben WLAN, eins von beiden. Oh, braucht sogar zwei. Okay, stimmt, er braucht einen, um das da zu verbinden und einen, um das da zu verbinden. Also wirklich WLAN. So, das Ganze haben wir jetzt aber nur mit dem unteren gemacht. Also drücken wir jetzt nochmal A, wir drücken nochmal F und wählen jetzt das mittlere aus. Wir könnten jetzt, wenn wir nicht aufgepasst hätten, wieder das hier auswählen. Und dann wäre das doppelt verbunden. Das heißt, Schalterdrück würde gar nichts bedeuten. Also wir müssen uns merken, das untere Flatgate haben wir schon benutzt. Jetzt wird das mittlere markiert. Enter, Enter, Enter. Wieder A, F. Und jetzt müssen wir das oberste auswählen. Enter, Enter, Enter. So, jetzt sind alle drei Flatgates mit dem verbunden, wenn der Mechaniker dann fertig ist. Denn er braucht jetzt insgesamt 6 Mechanismen. Und wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, 9. Das passt. So, und ich gebe dann gleich hinterher noch den Befehl mit A und Shift P, dass der Schalter gedrückt werden soll. Den sehe ich nämlich, wenn er mit seiner Arbeit fertig ist. Das heißt, er macht jetzt erst die eine Verbindung, dann die nächste Verbindung und so weiter. Und ganz am Ende drückt er den Schalter und das Ding geht auf. Also weiß ich, sobald die Tür da aufgeht, ist unser Mechaniker fertig. Und wir haben 9 Idlers gehabt eben gerade, das geht gar nicht. Aber wir machen jetzt erstmal kurz einen Cut und in der nächsten Folge gibt es dann Arbeit, Arbeit, Arbeit. Bis gleich.